freue mich, dass wir heute einen sehr angenehmen Pressetermin haben, nämlich aufgrund der schwierigen Situation, die wir sowohl im Kreis Ahrweiler wie auch im Land Rheinland-Pfalz als auch in Bundesebene derzeit aufgrund der sehr hohen, unerwartet hohen Anzahl von Asylbewerbern haben, sind wir grundsätzlich in der Lage, zwar genügend Wohnraum zur Verfügung zu stellen, aber die sehr hohe Zahl, die inzwischen auf uns einbricht, wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr noch bis zu insgesamt 100, 150 Personen zu uns kommen, haben wir derzeit, hallo, 60 Personen. Zurzeit 60, ja. 60 in Betreuung. Die konnten wir in großen Teilen schon angemessen Wohnungen zur Verfügung stellen, in die Friedrich-Spee-Straße. Aber wir sind jetzt aufgrund einer, und da bin ich sehr froh, und da habe ich genauso wie habe ich da reingeschrieben, aufgrund einer öffentlichen Bekanntmachung sind wir sehr überrascht über die hohe Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Und da haben wir im Godehaus derzeit auch schon Wohnraum. Wie viele Leute sind da jetzt? Für etwa 15 Personen. Für 15 Personen. Und da bin ich sehr froh, lieber der Schand, diese dazu, aufgrund dieses Berichtes von sich aus spontan gesagt haben, wir hätten auch Wohnraum. Und deshalb ist das doppelt schön, weil dieser Wohnraum, den wir hier von der katholischen Kirche nochmal anbieten können, mitten im Ort gelegen ist. Und dass wir dann auch die Asylbewerber nicht in einer Exklave irgendwo runterbringen. Und deshalb wollte ich das zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen, katholische Kirchengemeinde, und Ihnen speziell, Herr Deschan, zu bedanken, dass das so unkompliziert geklappt hat. Herr Lore und Herr Deschan, wie viele Personen können da zusätzlich noch untergebracht werden? Wir schätzen etwa 12 bis 15 Personen. 12 bis 15 Personen, die ist jetzt schon bei uns in der Ausstattung. Wir haben für alle Asylbewerber Wohnraum so dargestellt, dass nicht nur Schlafmöglichkeiten sind, sondern auch Küche. Und was für Wohnhaus und bei Ihnen auch die Toilettenanlage ausreichend sind. Wir haben also bewusst nicht Gemeinschaftsunterkünfte angemietet und auch, das sage ich auch im Hinblick auf ein anderes Angebot, was uns vorliegt, nicht außerhalb der Wohnbebauung. Dass der Fachverwaltungsrat da einstimmig gesagt hat, dann stellen wir das der Zivilgemeinde zur Verfügung. Und wir haben auch im Moment zwar noch nicht die Zahl, die kommt, aber es geht sehr, sehr schnell. Was beeindruckend ist, im Gegensatz zu anderen, wenn ich mit meinen Kollegen rede, dass die Bevölkerung so mitzieht, die Haushaltsgegenstände, Möbel wurden uns schon angeboten und Ähnliches. Mhm. So. Und wenn man sieht, mit welcher Dankbarkeit die Asylbewerber dieses Angebot annehmen, dann macht es doppelt Freude zu helfen. Das muss man auch sagen. Es ist also nicht so, dass da ein Anspruch halten ist. Jetzt könnte ich natürlich sein, sein. Herr Vorwärts hat gesagt, wenn Kreuzung, da ich verheiratet bin, darf ich jetzt kriegen machen. So. Und jetzt der entscheidende Akt. Jawohl, das ist links. Rein. Genau. Power. Perfekt. So.